Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's, euer Alex, und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür und dementsprechend müssen jetzt schon quasi alle Vorbereitungen für das Weihnachtsgeschäft abgeschlossen sein, um gute Umsätze zu erwirtschaften. Dennoch habe ich für dich hier 5 Tipps, um im Weihnachtsgeschäft mehr Umsatz zu erwirtschaften. Das Ganze in diesem Video. Ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. Viel Spaß bei diesem Video. Freunde, wir stehen kurz vor dem großen Weihnachtsgeschäft und dementsprechend müssen wir alle Vorkehrungen treffen, um mehr Umsatz zu erwirtschaften. Und ich habe hier 5 Tipps, die ich euch an die Hand geben möchte, um genau das zu tun. Ich selber wende diese Tricks und Tipps an und habe in der Vergangenheit damit mehr Umsatz erwirtschaftet. Somit werden diese auch für dich hilfreich sein. Und falls du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren solche Themen wie das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, dann abonniere doch gerne diesen Kanal. Drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Gib dem Video auch gerne jetzt schon mal einen Daumen hoch. Das motiviert mich, viele weitere Videos für euch und für dich zu machen und lässt uns als Community wachsen, um uns gegenseitig zu unterstützen. Ja, mehr Umsatz im Weihnachtsgeschäft. 5 Tipps. Wir beginnen mit dem Tipp Nummer 1, und zwar Warenbeschaffung. Um überhaupt Waren zu verkaufen und Umsatz zu generieren, brauchen wir selbstverständlich Waren. Und wenn du jetzt keinen festen Lieferanten hast oder auch anderweitig rechts und links mal was nebenbei kaufst, dann empfehle ich dir, im Black Friday ordentlich zuzuschlagen. Und zwar kaufe so viel wie möglich finanziell tragbar ein. Ja? Und im Weihnachtsgeschäft bzw. beim Black Friday gibt es die Möglichkeit, wirklich gute Schnäppchen abzugreifen. Ich informiere hier meine Community über Schnäppchen direkt per WhatsApp. Falls du mehr Informationen dazu haben möchtest, findest du das in vielen anderen Videos, aber auch unten in der Beschreibung verlinke ich dir, wie du dich kostenlos für diesen Newsletter eintragen kannst, komplett unverbindlich. Ja, und wie gesagt, Warenbeschaffung beim Black Friday ist super wichtig und das ist sehr, sehr gelegen, denn Ende November ist Black Friday, dementsprechend haben wir hier noch 3 Wochen im Dezember, die wir nutzen können, um diese Ware dann auch wieder weiter zu verkaufen. Und ich kann euch eins versprechen, diese Ware werdet ihr in der Regel auch los. Warum? Weil einfach nur die Preise auch sehr hoch gehen. Kurz vor den Weihnachten werden die Preise höher sein. Dementsprechend, wir kommen auch zu einem anderen Punkt gleich noch dazu, wo ihr hier definitiv drauf achten solltet. Und ja, das war Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, Angebote aktualisieren. Vielleicht hast du schon bestehende Angebote auf Marktplätzen wie Amazon und eBay. Hier möchte ich dir an die Hand geben, dass du diese aktualisieren sollst. Ja? Es geht hier um Preis, um Beschreibung, um Foto, eventuelle Produkte, die du neu inserieren kannst. Ja? Falls du auf Marktplätzen wie eBay Kleinanzeigen verkaufst, ja, da ist es super essentiell, diese Angebote wieder neu zu erfrischen. Falls du da nicht irgendwelche Werbemaßnahmen machst auf diese Angebote, dann ist es so bei eBay Kleinanzeigen, da rutschst du so schnell wieder ganz runter, da immer wieder das Ganze erneuern und vor allem kurz vorm Weihnachtsgeschäft 1 oder 2 Mal erneuern, so bist du sichtbar und kannst definitiv schneller gefunden als der Rest werden. So. Und ja, hier wie gesagt darauf achten, Preise aktualisieren, mit der Konkurrenz vergleichen, eventuell neue Fotos inserieren oder auch natürlich alle Produkte, die du hast, direkt online zu stellen. Auch die Beschreibung nicht vergessen. Hier ist es so, dass sich teilweise Dinge ändern können, vielleicht auch hier in der Beschreibung das Ganze erfassen. So, Punkt Nummer 3, und zwar ist das Marktplätze. Nutze im Weihnachtsgeschäft alle möglichen Marktplätze, um deine Artikel zu vertreiben. Warum? Weil einfach im Weihnachtsgeschäft die Reichweite so groß wird, beziehungsweise auch die Suchanfragen sehr viel werden. Und hier treffen viele Marktplätze verschiedene Werbekampagnen, um hier das Ganze noch sichtbarer zu machen. Dementsprechend, falls du bei eBay oder nur bei Amazon verkaufst, nutze auch andere Marktplätze. Ich habe hier einige aufgeschrieben, und zwar eBay Kleinanzeigen, haben wir gerade angesprochen. Fürs Weihnachtsgeschäft kann man das wohl nutzen, das Ganze auch da anzubieten.
In der Regel ist es so, dass du deine Angebote ja schon irgendwo drin hast. Beschreibungen, Fotos und Preis. Diese kannst du einfach nur kopieren, einfügen und schon hast du das Ganze da inseriert und dementsprechend erreichst du dir damit mehr Reichweite. Aber auch Marktplätzen wie Kaufland, ja, ist auch sehr lukrativ. Der wächst gerade und ist auf sehr vielen Preisvergleichsportalen vertreten. Dementsprechend auch hier eine hohe Reichweite. Check24, hut.de und falls du einen eigenen Online-Shop hast, auch hier hast du die Möglichkeit, Preissuchmaschinen zu nutzen. Das ist zum Beispiel Idealo, einer der größten Preissuchmaschinen. Da würde ich meine Angebote definitiv als Shopbetreiber inserieren, um hier noch mehr Reichweite zu erreichen. Falls du jetzt denkst, oh, dann muss ich mich verpflichten für ein Jahr, 2 Jahre oder so. Nee, das ist nicht immer die Regel, ja. Falls du einen Shop eröffnest, ja, dann ist es meistens ein Jahr oder so. Ich weiß nur erfahrungsgemäß, bei Check24 ist es so, da hast du nicht mal eine Grundgebühr meines Wissens. Dementsprechend hast du hier nur die Verkaufsprovision, die du zahlst, falls du Artikel verkaufst. Das heißt keine Grundgebühr und du hast jeden Monat die Möglichkeit, hier auch das Ganze zu beenden, den Vertrag. Und ja, das sollte man nutzen, um da wirklich noch mehr Umsätze zu erwirtschaften. So, kommen wir zu Punkt Nummer 4. Preis und Bestand. Ja, sehr, sehr wichtig im Weihnachtsgeschäft. Die Preise werden hochgehen. Und ich kann das aus Erfahrung einfach sagen, dass die Preise kurz vor Weihnachten, und wir wissen es, die Kunden, viele Kunden, kaufen wirklich auf den letzten Drücker und sagen, oh, ich brauche hier noch ein Geschenk, da noch ein Geschenk und dann muss gekauft werden, ja, weil das ist ja fast schon ein Zwang im Weihnachtsgeschäft, etwas zu verschenken. Und dann zahlen die Leute wirklich Preise, die wirklich unvorstellbar sind für uns. Ich weiß erfahrungsgemäß, ich habe teilweise das Fünffache für ein Produkt verlangt, als es normal verkauft wurde. Und die Leute haben dennoch diesen Preis bezahlt. Ich war wirklich baff und ich denke, hier weiß es jeder, der ein bisschen länger schon Handel betreibt von den Händlern, dass das möglich ist. Deshalb hier wichtig, den Preis immer beobachten, ja. Und zwar immer so beobachten, dass man sagt, okay, wenn ich Produkte verkaufe und die verkaufen sich gut, wenn ihr mehrere davon habt, ja, dann guckt immer, wie bietet sie die Konkurrenz gerade an, ja, erhöht den Preis, ja. Im Weihnachtsgeschäft wird es meistens so sein, dass der Preis nach oben geht. Es sei denn, ihr habt Produkte, die nach dem Weihnachtsgeschäft nicht mehr verkaufbar sein werden, wie zum Beispiel Adventskalender, ja. Da solltet ihr natürlich das Ganze bis ja, Ende November auch verkauft haben. Dennoch, auch hier ist es so, falls Waren ausgehen und der Bestand auf dem Markt nicht mehr verfügbar ist für dieses Produkt, für ein bestimmtes Produkt, ja, dann ist es teilweise auch so, dass die Preise dann ins Dimensionale hochgehen. Denn dementsprechend auch hier könnt ihr hier die Preise so hochziehen wie möglich. Ja. Ein zweiter Tipp von mir ist den Bestand. Falls ihr von einem Artikel mehrere Produkte habt, ja, dann seht zu, dass ihr den Bestand nicht komplett immer auflistet, sondern ihr habt beispielsweise 10 Stück von einem Produkt, ja, da würde ich sagen, 3 Produkte werdet ihr immer online haben. Wenn diese sich ausverkaufen, dann muss es daran liegen, dass der Preis vielleicht zu niedrig ist. Dann müsst ihr den Preis erhöhen, ja. Und falls der dennoch dann verkauft wird, dann schaut, dass ihr dann immer nur ein Produkt online stellt. Immer ein Produkt. Bei eBay ist das sehr optimal. Man sieht nämlich, wie viele Produkte schon verkauft worden sind. Und wenn da nur noch ein Produkt dasteht, das erzeugt einen Mangel bei dem Kunden. Und das ist psychologisch gesehen so, dass die Kunden dann sagen, oh, ich muss das unbedingt kaufen, nachher ist es weg und dann habe ich kein Geschenk mehr. Deshalb hier super wichtig, falls ihr wenige Produkte von irgendwas nachher habt, immer mit einem Stück oder 2 Stück das Ganze anpreisen. So sieht der Käufer, dass da ein Mangel herrscht und dementsprechend kauft er hier auch für ja, auch höhere Preise. Super wichtig dazu. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt und zwar Nummer 5 und zwar ist das Einkauf im Einzelhandel. Falls euch nämlich die Ware ausgeht, gibt es ja noch den Einzelhandel. In der Regel schafft man es dann nicht mehr über die Lieferketten sich neue Ware zu beschaffen, weil diese überhaupt nicht mehr lieferbar ist oder einfach nur zu lange dauert, bis das Produkt bei dir ankommt und du es an den Kunden verschicken kannst.
Und hier gibt es natürlich den Einzelhandel. Das habe ich in der Vergangenheit auch so gemacht. Ich verkaufe Produkte, die teilweise auch im Einzelhandel verkauft werden. Und Stand jetzt sind die Preise vielleicht sehr identisch mit dem Online-Preis. Aber im Weihnachtsgeschäft und kurz vor dem Weihnachten wird es so sein, dass die Preise wirklich nach oben schnellen. Und hier ist es sehr ratsam, dass ihr dann einfach mal in den Einzelhandel geht. Mir kommt da so in Erinnerung Karstadt, Galeria. Die haben so viele Unmengen an Produkten und machen bis zum letzten Tag zu Weihnachten Preisaktionen und Rabattaktionen. Und hier habt ihr die Möglichkeit mit verschiedenen Gutscheinen oder noch was anderem einfach nur bessere Preise zu bekommen und hier einzukaufen und diese auch schnell wieder zu verkaufen. Also, falls euch Ware ausgeht, schaut im Einzelhandel, wie werden die da verkauft. Und ihr seht es ja, wenn es online hoch ist mit dem Preis und ihr bekommt es im Einzelhandel günstiger und es lohnt sich immer noch mit abzüglich der Verkaufsprovision und alles, dann kauft es da definitiv ein. Also ich habe damit hohe Gewinne machen können und habe dementsprechend hier meinen Umsatz gesteigert. So, und angesprochen haben wir die Versandzeit. Auch sehr wichtig, das habe ich jetzt nicht als einen Punkt aufgenommen, jedoch achtet auf die Versandzeit. Wenn ihr schnell versenden könnt, dann seid ihr meistens bevorteiligt, ja? Und dementsprechend auch im Algorithmus seid ihr dann super bei den Marktplätzen aufgestellt, um hier einfach auch gute Positionen zu bekommen. Und die Versandzeit ist natürlich für den Kunden auch sehr entscheidend. Wenn er kurz vor Weihnachten bestellt, will er das Geschenk noch definitiv vor Weihnachten haben, um es zu verschenken. Deshalb hier Versandzeit drauf achten. Und als ein wichtiger Tipp von mir, der eigentlich selbstverständlich sein sollte, jedoch passiert mir das trotzdem auch immer wieder im Weihnachtsgeschäft, die Versandmaterialien. Wenn ihr selber versendet, diese Produkte kauft und wieder verkauft und versendet, dann achtet darauf, dass ihr Versandmaterialien wie Klebeband, Kartons und alles Mögliche, was drumherum ist, Druckerpapier, Druckerpatronen, ja, wenn der Drucker mal streikt, dann weiß ich nicht, was es Schlimmeres gibt, wenn du einfach kein Label mehr ausdrucken kannst und dann so auf die Schnelle einfach mal in den Laden rennen musst, um teuer irgendwas nachzukaufen. Online ist das Ganze alles günstiger, dementsprechend holt das online vorher, um hier gut bewaffnet zu sein, um hier auch das Ganze zu managen. Und auch Versandetiketts, wenn ihr bei DHL zum Beispiel diese Versandetiketts kauft und bestellt, bestellt sie vorzeitig, denn im Weihnachtsgeschäft wollen viele auf einmal ganz viel haben, weil einfach so viel Betrieb ist. Dementsprechend verzögert sich die Versandzeit für die ganzen Dinge und hier könnt ihr dementsprechend nachher auf dem Leeren stehen. Ja, so viel dazu. Also, Zusammenfassung nochmal gesagt ist: Wareneinkauf in Auktion. Zweitens, Angebote aktualisieren. Schaut, dass ihr ältere Angebote einfach erneuert und so weiter. Drittens, Marktplätze. Fügt alle fürs Weihnachtsgeschäft, alle möglichen Marktplätze, die für euch in Frage kommen. Viertens, Preis und Bestand. Habt das immer im Auge, dass ihr den Bestand nicht zu hoch setzt, den Preis immer kontrolliert und vielleicht anpasst nach oben. So, und als fünftens natürlich Einkauf im Einzelhandel, falls euch die Ware dann am Schluss ausgeht. Hier könnt ihr das Ganze tun. So viel dazu. Das sind meine Tipps, die wirklich funktionieren. Falls für dich das hilfreich war, gib dem Video gerne einen Daumen hoch. Das motiviert mich, wie gesagt, für weitere Videos. Falls du Fragen hast, dann nutze gerne unten die Kommentarfunktion. Ich werde so schnell wie möglich darauf eingehen. Falls du aber auch weitere Tipps hast, die hier im Weihnachtsgeschäft helfen könnten für uns, dann kannst du das gerne auch veröffentlichen. Ich freue mich immer über verschiedene Tipps von euch. Und ja, wenn ihr dann den hohen Umsatz gemacht habt zum Ende des Jahres, dann habt ihr natürlich auch einen hohen Gewinn, im besten Fall natürlich. Und im nächsten Video möchte ich das Thema Steuern besprechen. Wie könnt ihr die Steuer minimieren, um so ja, fürs Ende des Jahres dann dementsprechend für das abgeschlossene Jahr weniger Steuern zu zahlen? Und das Ganze wird im nächsten Video stattfinden. Also falls du das nicht verpassen möchtest, abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn dir das Video geholfen hat. Viel Spaß bei der Umsetzung, viel Erfolg im Weihnachtsgeschäft und alles Gute. Bis zum nächsten Video. Ciao.